Eine Überraschung gab es im letzten Finale. Mit den Keulen, die in den nächsten beiden Jahren im Wettkampfprogramm das Band ersetzen, siegte eine bislang nahezu unbekannte im internationalen Geschehen, die erst 15-jährige Maria Petrova aus Bulgarien. Eine nahezu frappierende Sicherheit, die die 15-jährige Maria Petrova in diesem Finale mit den Keulen an den Tag legte. Den Weltklasse-Gymnastinnen aus der Sowjetunion passierten mit diesen beiden Keulen grobe Patzer. Oksana Skaldina nur Sechste, Alexandra Timoschenko gar nur Achte. Und letzte. Der Lohn für diese temperamentvolle Übung 9,75 Punkte, die höchste Wertung der drei Tage von Karlsruhe. Mit dem Bild der Siegerin Maria Petrova aus Karlsruhe zurück zu Gerhard Meyer-Röhm.